Cross, ich hab die Cross, ich hab die Cross, nix machen. Ja! Einen wunderschönen guten Morgen aus Malta, zweiter Tag. Mein Name ist Jan oder Demkobi, wie ihr mich wahrscheinlich eher kennt. Und wir haben heute ein sehr, sehr schweres Spiel vor uns. Wir spielen heute gegen Vitality. Die sind schon ein bisschen länger jetzt hier auf Malta. Die haben gerade die Pro League hier gewonnen. Dementsprechend meiner Meinung nach auch der stärkste Gegner, den wir bei uns in der Gruppe haben. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich hoffe, dass die Jungs das schaffen. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben noch drei Versuche. Insofern, Leute, einfach viel Spaß beim Video. Dranbleiben. Wir sehen uns später. Sind die Minis geil oder overrated? Das ist schon geil. Es gibt Sini Minis, die Doppel-Sini haben, ne? Nee, die schmecken nur, wenn sie aufgemacht sind. Nein, wieso? Ja, eins genau. Aber ich denke, alles ist besser als Kopf. Nee, aber Tresor, safe, overrated. Man denkt so, boah, das muss der Shit sein, aber es ist immer overrated. Also das, was ich am liebsten gegessen habe, war das dreckigste gewesen. Die gelben Bällchen. Lockmann. Nee, die was? Ja, Pops. Aber welche? Lockmann. Honey Pops. Honey Pops, die haben so einen ganz komischen Namen. Du weißt halt, ich meine von Kellogg's, ne? Lockmann ist mein Leben. Beste ist Mr. Crunch. Denkt auch nur. Alle. Zini ist aus besser. Nein, Mr. Crunch wird sich irgendwann jetzt sagen. Ja, sagen wir mal, das denkt auch nur an welchen Mensch. Ist geil, Alter. Viel Gesicht. Ich werde dich irgendwann entsorgen. Dann gibt's keine Auslandsevents mehr. So, you can cheer, but not for the team. Like, yeah. For yourself. Yeah, okay. But sometimes this will happen. Like, but for example, if Thompson makes some move because of you, I make like it was the upset. So yeah, okay. You know, like I really try not to, like, you know. Yeah, sometimes it is like sorry. No worries. I saw Thompson playing football. He's never making moves. 6:15. 6:20. Stimmt, ja. Ja, da wenig Ding. Wieso? Du musst so lange bleiben wie der letzte Spieler. Nee, du fliegst mit den letzten Spielern heim. Papalapap. Ich fliege hier die Frankfurt-Route mit denen, die einen richtig ekligen Weg haben und helfe unseren Spielern, dass sie ihr Gepäck kriegen und in Zug kommen. Ich habe zwei Kinder. Du? Eins. Hast du doch mit Amy schon durchgesprochen? Roman. Ein, zwei. Diskutier nicht. Deswegen war schon genug Stress. Ich bin älter als du, also halt mal den Schnabel. Bist du älter als ich? 16.09.83. 16.09.? Ja. Bist du 50? Ich bin älter als du. Ja, guck, ich habe vor älteren Leuten keinen Respekt, also nerv mich nicht. Wir fliegen Freitagmorgen, der Flori, der nimmt jetzt mal schön auseinander. Und dann nehmen wir morgen irgendwie so eine Rumpeltruppe nochmal hops und best auf 3 und dann ist vorbei. Dann gehen wir schön noch ein gutes Stück Fleisch essen. Um 3 Uhr gehen, fliegen wir hier alle nach Hause. Hey Jungs, wir lassen euch alleine. Viel Glück, ich schaff das, ja. Seconds now, it's getting scary, and they're already watching it. Searson, could he do it at range? He's almost got it already. He had 10 seconds on the clock, he's gonna make a run for it. He shouldn't even be close. Back into look. No! Absolutely outrageous. They've got the bomb plant again in a round where they had almost nothing. Searson sneaking out, and the tabs are absolutely godlike. But taking for tabs is gonna be real difficult. Sphinx, I mean, heads up play, he even does actually go to look, but still can't really win it. Molotov here will force to pre-forward, and look at the pre-fire for Tamsin. What a genius. Found the perfect timing, definitely spotted. Molly comes forward in the one-on-two. He's grabbed the first, the second. Massive capture from Sphinx. Committing to it, but Sphinx out there. Oh, Kido sees the bomb. The spree is immaculate. Let's go! Chappy cross, Chappy cross, Chappy cross, nichts machen. Ja! Wir sind jetzt gerade direkt nach unserem Spiel gegen Vitality und wir haben wieder erwartend relativ easy gewonnen, würde ich behaupten. Ne? Was würdest du dazu sagen? Nicht easy, aber ich sage mal so, wir haben viele knappe Runden verloren, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen, in der ersten Hälfte besonders. Aber wir haben uns
nicht davon, sag ich mal, mental zerbrechen lassen, sind gut zurückgekommen und dann stehen wir hier als Gewinner. Ja, sehr starkes Comeback. Vor allem, ihr habt ja auch in den ersten, ich glaube in der ersten Hälfte habt ihr irgendwie 3 oder 4 Runden mit nur einer AK, einer Euro AK gewonnen. Ja. Also ich denke, eine Runde von Rishi war sehr entscheidend da am A-Spot, wo er 2 Entries lang holt. Ich denke, die hat das Spiel gedreht. Ja, und dann, wie gesagt, gut als CT reingekommen, Pistol gewonnen, dann lief es eigentlich gut. Morgen spielt ihr entweder, ich habe vorhin geguckt, entweder gegen Heroic oder gegen Enz, glaube ich. Gegen wen willst du lieber spielen? Heroic, weil wir schon so oft gegen die verloren haben, dass wir die jetzt endlich mal ficken müssen. Und morgen wird richtig gefickt. Morgen wird richtig gefickt. Starke Worte, Nils, ich danke dir. Gutes Spiel, wir sehen uns. So, Leute, ihr habt es gesehen, 2. Tag vorbei, 2. Win geholt. Wir wissen noch nicht genau, gegen wen wir morgen spielen. Wahrscheinlich gegen Enz oder Heroic. Mal schauen. Aber ist eigentlich auch egal, wir holen morgen den 3. Win und dann werden wir Legends. Und ich habe es jetzt hoffentlich nicht gejinxt. Aber ist egal, Leute. Ich glaube an uns. Go big. Liken, abonnieren, Glocke. Ihr wisst's. Adios. Mal aus! Was die alle können, das kannst du erst recht, Alter. Du warst ein Geborener, weißt du? Du kannst alles, Alter.